Ein neues Jahr bringt neue Hits. Schönen Nachmittag und willkommen beim ersten Countdown 89. Ich eröffne heute als Wiederholungstäter. Zum zweiten Mal in der Geschichte der großen 10 melde ich mich aus dem Papageno in Neunkirchen in Niederösterreich. Hallo. Dankeschön. Wenn es in den Charts auch so etwas wie einen Kampf der Geschlechter gibt, dann ist er heute wirklich ziemlich ausgeglichen, denn mit Start Nummer 10 zum Beispiel geht gleich einmal Sandra ins Rennen, Secret Land. Sandra auf Platz 10 mit Secret Land, aber Sandra gibt es heute nicht nur auf Video. Nein, Sandra ist auch live bei uns. Sandra heute zum Anfassen. Willkommen in den großen 10. Hallo. Sandra, ich habe gehört, du hast dir selbst ein sehr, sehr nettes Weihnachtspräsent gemacht heuer. Letztes Jahr. Ja, wir haben uns überlegt, der Michael und ich, dass wir jetzt ganz nach Ibiza ziehen. Aus dem einfachen Grund, weil uns da einfach besser gefällt vom Wetter. Und zudem kommt halt noch hinzu, dass ich die Mentalität der Menschen nun sehr, sehr gut verstehe. Und sie spricht mich persönlich halt selber an. Ich finde, dass es da unten noch eine wirkliche Herzlichkeit gibt, die in Deutschland teilweise vergessen wird. Also hast du gar keine Sehnsucht mehr nach den deutschen Alpen? Nein, insofern nicht, nein. Was mich auch interessieren würde oder alle interessieren würde, wie lebst du denn jetzt dort? Ist das ein nettes Haus, eine Villa am Meer, ein kleines Häuschen, ein mittleres Häuschen, ein Apartment? Viele werden wahrscheinlich sagen, jetzt fängt sie an zu spinnen, back to the roots, so nach dem Motto, weil es eben ein totaler uralter Finca ist und das heißt also ein uraltes Bauernhaus. Und, aber es macht mir riesig Spaß, meine eigenen Tomaten anzulegen und alles mögliche, halt Zitronenbäume, Orangenbäume. Da stehe ich halt total drauf. Vielleicht ist das eine Phase im Moment, ich weiß nicht. Aber ich finde es halt eher back to the earth als back to the roots. Ja, aber Sandra züchtet nicht nur Tomaten, also im Geschäft bleibst du ja nach wie vor. Und ich weiß, du hast erzählt, du warst heute Morgen sehr lang auf in München, um ein Video fertigzustellen. Ja, also ich habe bis um Viertel nach sechs heute früh war ich im Schneidesaal noch mit ein paar anderen Leuten zusammen, die das Video gemacht haben. Und das Video wurde also jetzt wirklich fertig um Viertel nach sechs heute früh, extra speziell für diese Sendung. Ihr seid also die Ersten, die ihr sehen könnt, das neue Video von We'll Be Together. Okay, Sandra, danke schön. Wirklich, es kann nichts mehr passieren. Wir sind auf jeden Fall die Ersten und präsentieren euch Sandra und We'll Be Together.
Neues von Sandra, Dankeschön. We'll be together. Also bisher war wirklich kein Fehler zu sehen, aber in der letzten Sendung, da hatten wir folgenden eingebaut.